Der Welttag der sozialen Gerechtigkeit wird von allen Mitgliedstaaten der internationalen Gemeinschaft genutzt, um auf Ungerechtigkeiten innerhalb der eigenen Gesellschaft aufmerksam zu machen. Dabei ist soziale Gerechtigkeit ein Ideal, das von fast allen Menschen auf der ganzen Welt angestrebt wird. Leider ist dieses Ideal derzeit noch sehr weit von den tatsächlichen sozialen Gegebenheiten entfernt, die eher durch Armut, Hunger, einseitiger Verteilung der finanziellen Mittel und Ungerechtigkeiten bestimmt werden. Dazu Christian Eile, der Bereichsleiter der Caritas für Menschen in Not in Kärnten. Für uns stellt sich die Frage, was bedeutet soziale Gerechtigkeit? Was ist sozial gerechtes Handeln und was macht soziale Gerechtigkeit im Wesen aus? Wir denken an Menschen, die in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, die ihre Fähigkeiten einsetzen können und die an den Ressourcen teilhaben. Leider gibt es Menschen, für die das nicht möglich ist, für die setzen wir uns auch ein. Es geht für uns um armutsgefährdete Menschen, um ausgrenzungsgefährdete Menschen. Und Armut ist nicht etwas, was vom Himmel fällt. Armut wird gemacht. Armut wird nicht nur nicht zugelassen, sondern Armut entsteht durch konkrete Entscheidungen. Und diese Entscheidungen gilt es für uns zu hinterfragen. Schenk und Moser verweisen zum Beispiel darauf, dass man das gut sehen kann bei Präsidentschaften in den USA, wenn republikanische Präsidentschaften an der Macht sind, dann wird die Schere größer zwischen Arm und Reich. Wenn demokratische Präsidentschaften an der Macht sind, dann verringert sich diese Schere. Es geht um die Frage Arm und Reich, es geht um die Frage von Verteilung, von Einkommen, aber auch von Vermögen. Und es geht für uns auch stets um die Frage, wie im Christentum, um die Option für Arme. Das bedeutet, dass ich mein Handeln stets darauf ausrichte, welche Bedeutung es für die schlechtest Gestellten in unserer Gesellschaft hat und ob mein Handeln dazu geeignet ist, dass wir arme Menschen quasi nach oben befördern können. Nach den aktuellen Zahlen der Vereinten Nationen von 2015 lebten rund 836 Millionen Menschen in extremer Armut. Das sind rund 11,4% der Weltbevölkerung. Sie müssen mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag auskommen. Vor der Jahrtausendwende waren es noch rund 30%, die in extremer Armut lebten. Ganz interessant in diesem Zusammenhang ist der Gini-Koeffizient, an dem wir auch dem bedienen wir uns auch sehr stark in der Armutskonferenz. Und dieser Gini-Koeffizient ist ein Maß für die Ungleichverteilung in einer Gesellschaft. Erfreulich ist, dass im Sozialstaat Österreich Ungleich, also Verteilung über soziale Transferleistungen, offensichtlich funktioniert. Der Gini-Koeffizient zeigt hier zum Beispiel für Haushaltseinkommen, dass vor der Verteilung liegt er ungefähr bei 0,47, 0,48 und nach Umverteilung bei 0,27 für Haushaltseinkommen. Das bedeutet, null würde bedeuten, alles Vermögen, alles Einkommen ist absolut gleich verteilt auf jedes einzelne Individuum in der Gesellschaft und ein Koeffizient von 1 würde bedeuten, nur einer hat alles. Das heißt, dieser Koeffizient gibt schon darüber Auskunft, wie Verteilung eben aussieht. Und wir sehen anhand der sozialstaatlichen Umverteilungsmaßnahmen, dass es uns gelingt, in der Armutsbekämpfung Maßnahmen zu setzen, die gut geeignet sind. Absolut heißt es bei Sozialtransfers, dass vor Umverteilung 40% der Bevölkerung armuts- und ausgrenzungsgefährdet wären und über die Umverteilung gelingt es uns, dass letztlich nur unter Anführungszeichen 13% armutsgefährdet sind. Das ist für die Einkommensverteilung ist es ein guter Befund. Für die Vermögensverteilung ist es schlechter. Da reden wir von einem Gini-Koeffizient von ca. 0,77. Das bedeutet, es ist schon sehr ungleich verteilt. Also Vermögen ist in Österreich so ungleich verteilt wie in kaum einem anderen Land.
Lohnsteuer und Einkommensteuer sind in Österreich gemessen am EU-Durchschnitt relativ hoch. Demgegenüber sind Vermögens- und Kapitalertragssteuer gemessen im EU-Schnitt wiederum relativ gering. Wir brauchen sozusagen aber Geld für die Umverteilung und insofern ist die Frage gerechtfertigt, woher Steuereinnahmen letztlich wirklich kommen. Mehr als die Hälfte aller Einnahmen, genau sind es 55,4% laut Statistik Austria für das Jahr 2015, bringen die Mehrwert- und Lohnsteuer. So erhöhten sich die Einnahmen im genannten Jahr um 861 Millionen Euro bei der Mehrwertsteuer und 1,3 Milliarden Euro bei der Lohnsteuer, was einer Erhöhung von 5% entspricht. Soziale Gerechtigkeit ist ein Grundprinzip, das jeder demokratischen Gesellschaft zugrunde liegen sollte. Sie ist ein tragendes Element für die friedliche Koexistenz zwischen den Nationen. Schon kleine Aktionen im eigenen Umfeld können zu einer spürbaren Veränderung führen. Soziale Gerechtigkeit betrifft alle Menschen in der Gesellschaft gleichermaßen. Gerechte Gesellschaften sind glücklichere Gesellschaften und es bedeutet auch in der Befragung, dass Menschen ein positiveres Bild von der Zukunft haben. Es geht hier um nichts weniger als den sozialen Frieden. In glücklichen oder gerechten Gesellschaften haben wir weniger Kriminalität, wir haben eine höhere Gesundheit, wir haben weniger Ängste und die Zukunftsprognosen von Menschen ist tendenziell besser.